Das Stadtgespräch wird Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Ludwigsburg. Gut für den Landkreis. Und von Favoritstrom der Stadtwerke Ludwigsburg-Hohenwestheim. Jetzt anschließen und Heimvorteil sichern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Regio TV Stadtgesprächs aus dem Scala in Ludwigsburg. Unser Thema ist heute einmal mehr der Frauenhandball. Und mein Gast heute ist eigentlich schon fast ein Unikat bei der SGB in Bietigheim. Linda Mack ist da. Und du kannst richtig Schwäbisch reden. Und das kann wahrscheinlich sonst keiner mehr in der Mannschaft, oder? Hallo. Ja, das ist richtig. Von meinen Mitspielerinnen wird es da schwierig. Wir haben andere Dialekte in der Mannschaft, aber Schwäbisch nicht. Unsere Teammanagerin, die Barbara Smajewitsch, die kann auch Schwäbisch. Mit der kann ich dann ab und an mal so abschweifen, wenn ich möchte. Aber ja, sonst ist es eher besser, wenn ich Hochdeutsch spreche. Ich streng mich an, aber klappt nicht immer. Doch, hier auf jeden Fall schon mal. Das ist wahrscheinlich die Übung vom Training, wenn man mit den Holländerinnen, Brasilianerinnen etc. spricht. Dazu kommen wir gleich. SG BBM Bietigheim, du kommst aus dem M. Ja. Also du bist ein Eigengewächs, Mettern-Zimmern. Mhm. Ja, beschreib mal, schöner, beschaulicher Ort hier in der Region, oder? Ja, sehr beschaulich und klein. Also da findet jetzt nicht so viel statt, gibt auch keine großen Gaststätten aus dem Vereinsheim oder so. Wir haben einen kleinen so einen Sparladen. Da gibt es das Nötigste, wenn man mal irgendwie einen Kuchen backen soll oder so. Aber ja, sonst ist es natürlich klein, nicht so viel los, aber schön. Also ruhig und man hat schnell in die Stadt. Ja, man ist auch schnell in Stuttgart, deswegen optimal. Für mich ja super wohl, ja. Wenn man aus Mettern-Zimmern kommt, wird man dann als kleines Mädchen automatisch irgendwie zum Handball geführt oder wie kam es bei dir zum Handball? Hat sicherlich was mit der Familie zu tun und ja, also mein Papa war schon immer Handball begeistert, meine Schwester hat Handball gespielt, mein Bruder auch, meine Mama die einzige, die nicht, aber ja, das wurde mir quasi in die Wiege gelegt, so. Und dann hast du irgendwann gemerkt, ja, das wird immer besser, das ist der Sport, den ich ausüben will und hattest dann auch die ersten Erfolge, oder? Ja, genau. Also in der Jugend habe ich in Bietigheim gespielt und habe dann HVW-Auswahl und Bezirksauswahl und diese Dinge gespielt und bin dann mit ein paar Spielerinnen von dort zum TV Großbottwar gewechselt. Dann sind wir in der B-Jugend Deutscher Meister geworden und so hat sich das dann entwickelt. Dann bin ich nach 2 Jahren wieder zurück hier in die zweite Liga, weil es dort ganz gut gelaufen ist in der Jugend. Genau. Und so hat sich das dann jetzt bis hierhin entwickelt. Mit der SG dann insgesamt 2-mal aufgestiegen. Einmal seid ihr gleich wieder runter, ja, dann aber wieder hoch vor 2 Jahren. Und jetzt habt ihr euch etabliert in der ersten Liga. Aber so wirklich die Eigengewächse außer dir sind jetzt nicht mehr da. Ne? Es geht jetzt wirklich um Spitzenhandball, erste Liga. Und es ging dann irgendwann nicht mehr mit nur Leuten aus den eigenen Reihen. Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, also wir hatten auch damals, wo ich hergekommen bin in der zweiten Liga, gut, da waren es noch ein paar Spielerinnen, die in Bissingen vorher gespielt hatten. Aber so richtig aus Bietigheim waren auch da schon eigentlich niemand. Mhm. Genau, also das hat sich einfach, es war eigentlich jetzt noch nicht so wirklich oft so, dass wir wirklich Spielerinnen aus der eigenen Jugend hatten. Ja, also. Aber du bist immer geblieben. Ja. Erstens muss man dafür natürlich Leistung bringen, aber wie fühlt man sich denn da? Man ist quasi die Bietigheimerin, jeder sagt, ah, das ist unser Eigengewächs und daran kann man sich auch ein bisschen hochziehen. Aber jedes Jahr kommen dann neue internationale Topspielerinnen mit dazu. Wie ist das auch für dich vom Gefühl her gewesen, immer quasi da zu sein, schon immer da gewesen zu sein und mit so vielen verschiedenen Spielerinnen schon zusammengespielt zu haben? Also ich bin natürlich stolz auf der einen Seite, weil es ist also für mich auch eine Bestätigung, dass ich nie aussortiert wurde sozusagen und dass ich immer wieder einen Vertrag bekommen habe und hierbleiben durfte, weil man kann jetzt auch nicht, das hat jetzt nicht nur was damit zu tun, dass ich von hier komme, weil man kann auch eine Spielerin nicht, wenn sie schlecht ist, so irgendwie mitziehen, nur weil sie von hier ist, sondern ich habe auch mit meinen Leistungen immer wieder bestätigt, dass ich da mithalten kann. Ja, das freut mich in allererster Linie, dass ich hier in meiner Heimat, in meinem Heimatort quasi vor der Haustüre so hochklassigen Handball spielen kann und da mitspielen kann. Und ja, also ich bin ganz froh, dass ich hier bin und es miterleben durfte und auch mit so vielen tollen Spielerinnen zusammenspielen konnte bisher und auch jetzt. Natürlich da auch ein paar Topstars in der Mannschaft habe, wo ich
ja, zuvor jetzt nicht so gedacht habe, dass ich die mal persönlich kennenlerne. Und wenn man mit denen trainiert, wird man selber wahrscheinlich auch stärker, ja, oder? Das merkt man schon, das macht einen besser. Ja. Euer Coach Martin Albertsen, ja, der kam, da gab es diesen Umbruch ja eigentlich schon, mhm, aber der Erfolg war noch nicht da. Er hat jetzt so ein halbes, sagen wir mal, dreiviertel Jahr gebraucht, um da wirklich eine Mannschaft hinzustellen, die oben mitspielt. Ja, ihr könnt Meister werden, auch wenn man das wahrscheinlich nicht so laut sagen darf, mhm, um den Druck zu erhöhen. Aber ja, was ist passiert, dass ihr so eine starke Mannschaft geworden seid? Weil er musste ja aus vielen guten Einzelspielerinnen erstmal ein Team machen. Ja, also ich denke einfach, dass das Wichtigste Geduld war. Der Druck war natürlich enorm hoch zu Beginn, sehr hohe Erwartungen vom Umfeld, aber auch natürlich von uns selber. Also wir wollten natürlich auch sofort zeigen, dass wir gute Spielerinnen sind und dass wir eine gute Mannschaft sind. Das ist dann am Anfang, hat das mal gut geklappt, mhm, mal weniger. Also das Auf und Ab war einfach ein bisschen noch höher als jetzt. Und wir haben jetzt ein bisschen Konstanz gefunden, weil wir einfach mehr Zeit miteinander verbracht, mhm, haben. Also jede Trainingseinheit bringt einen eigentlich weiter. Man lernt sich besser kennen, die Abläufe. Jetzt weiß man eben, was die andere Spielerin in den Situationen macht. Spielt sie den langen Pass oder, mhm, eher nicht? Und das war am Anfang halt eher noch nicht ganz so flüssig. Und ich denke einfach, die Zeit hat es jetzt gebracht und dass wir aber auch durch, ja, viele wichtige Spiele, zum Beispiel die zwei Siege gegen THC, also sowas schweißt dann zusammen, mhm, wenn dann einfach so Emotionen dabei sind und der Kampf und man merkt, der eine steht für den anderen ein. Durch solche Erfolge entsteht, genau, dann ein Team. Du, genau, hast jetzt rein die sportliche Seite angesprochen. Wie muss man sich das so zwischenmenschlich auch im Privaten vorstellen? Macht man da auch Sachen zusammen oder gibt es da dann doch die Holland-Fraktion, die Dänemark-Fraktion und vielleicht die deutsche Fraktion? Nee, also so extrem ist es nicht, dass wir da so Grüppchen hätten. Also ich finde, das, so das Klima in der Mannschaft ist eigentlich sehr gut. Wir verstehen uns gut. Es gibt nicht irgendwie jetzt Zickenkrieg. Ja, oder so, dass es so Gruppe gegen Gruppe, mhm, ist, was es ja doch auch im Frauenhandball, ja, immer mal wieder gibt. Ja, also es läuft eigentlich. Klar gibt es welche, die verstehen sich besser. Wir haben auch ein paar so beste Freundinnen, mhm, in der Mannschaft, die so sich dann natürlich ganz gut verstehen. Aber so im Grunde, wir machen jetzt nicht so mega immer viel Party zusammen oder sowas. Aber also es passt. Wir gehen immer mal wieder alle zusammen essen und ist ein ganz gutes Mannschaftsgefüge eigentlich. Ja. Gutes Mannschaftsgefüge und, ja, wohin es damit gehen soll, darüber reden wir gleich noch im zweiten Teil des Stadtgesprächs. Bleiben Sie dran, bis gleich. Das Wasser bis zum Hals. Wenn uns nicht schnell was einfällt, ist der Laden nicht mehr zu retten. Ja, aber was sollen wir denn jetzt nur tun? Ich weiß nicht, wir brauchen auf jeden Fall Hilfe. Take 1, Action!
Regio TV. Herzlich willkommen zurück beim Regio TV Stadtgespräch. Bei mir immer noch Linda Mack von der SG BBM Bietigheim. Ja, es sieht gut aus. Ja, ihr spielt oben mit in der Liga. Es könnte, wie es bei euch auch auf den Shirts steht, nächstes Jahr international zur Sache gehen. Das wäre natürlich ein großes Ziel, auch ein großer Traum, oder? Ja, also mit Sicherheit. Das Ziel ist auf jeden Fall, dass wir gerne einen internationalen Startplatz hätten für nächstes Jahr. ja, also ich denke, jede Spielerin träumt irgendwie davon, auch mal international zu spielen gegen Mannschaften aus anderen Ländern, die man auch nicht so gut kennt. Ich glaube, das ist nochmal was ganz anderes, wie jetzt hier in der Bundesliga oder im Pokal zu spielen. Ja, wir müssen schauen, was passiert. Bis jetzt sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Und ja, ich hoffe, das reicht am Ende, genau. Wir planen doch schon ziemlich für die neue Saison. Eine brasilianische Nationalspielerin, die Weltmeisterin wurde, Fernanda da Silva kommt. Kim Naizi-Navicius, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, auch eine deutsche Nationalspielerin. Und Selina Meissner, eine Junioren-Nationalspielerin im Tor. Ja. Das freut einen als Spielerin sicherlich, wenn man so Sachen liest, weil man sich verbessert, die Mannschaft verbessert, aber auch den Konkurrenzkampf erhöht es dann gleichzeitig wieder. Wie geht man mit so Verpflichtungen grundsätzlich um? Also jetzt in dem Fall, mich betrifft es jetzt ja nicht bis jetzt, aber ja, das ist ganz normal. Also auf dem Niveau, dass man da einen Konkurrenzkampf hat und dass da immer wieder neue Spielerinnen kommen, das ist auch enorm wichtig für die Mannschaft, auch bezüglich auf Verletzungen. Mhm. Man muss immer schauen, dass man eine Spielerin ersetzen kann, wenn sie mal ausfällt oder wenn es halt auch mal nicht so gut läuft, weil wir eigentlich schon in jedem Spiel ein sehr gutes Niveau haben sollten. Mhm. Und deswegen, also ist es jetzt so vom Konkurrenzkampf technisch, da ist man dann nicht eifersüchtig oder so. Also man freut sich eigentlich über jede gute Spielerin, die hierher kommt, was ja auch für den Verein spricht oder für uns als Mannschaft spricht, dass solche Spielerinnen auch den Weg hierher finden. Deswegen, also wir sehen das alle sehr positiv. Also ich auf jeden Fall. Du hast die Verletzungen angesprochen, die ja immer wieder vorkommen im Sport. Du hattest einen Kreuzbandriss. Mhm. Letztes Jahr im Oktober warst du auch noch mal verletzt. Mhm. Ja, in so einem Moment, du bist in einem Alter, da kann man noch lang Handball spielen, aber in so einem Moment fängt ja wahrscheinlich auch der Kopf an. Was mache ich eigentlich, wenn ich irgendwann mal kein Handball mehr spielen kann? Ja. Ging dir wahrscheinlich genauso, oder? Ja, natürlich. Also mir geht es vor allem auch da so, weil ich in dieses Profigeschäft jetzt doch auch so ein bisschen nicht reingerutscht, aber das kam für mich jetzt doch auch alles sehr schnell. Okay. Genau. Deswegen mit dem Fokus auf Handball war das für mich eigentlich gar nicht so riesig das Thema. Im Moment bin ich quasi Profi und man macht sich schon seine Gedanken. Also das ist ganz klar. Aber ich bin dann immer, wenn ich dann so ein bisschen nach den Verletzungen ein paar Tage vergangen sind, sehe ich es eigentlich immer gar nicht so schwarz, weil bei mir war das jetzt zum Glück meistens so, dass es blöde Unfälle waren. Ich bin auf dem Fuß von der Gegenspielerin umgeknickt oder bei meinem Kreuzbandriss wurde ich doof in der Luft geschuckt. Also so, da sehe ich nicht so mein körperliches Versagen oder so, dass ich jetzt irgendwie da Probleme hätte oder Schwächen hätte, sondern das waren einfach blöde Situationen, wie sie einfach passieren beim Handball. Mich hat es jetzt leider schon öfter getroffen, aber ich stecke da eigentlich nicht den Sand in den Kopf und den Kopf ins Sand. Sehr gut. Sorry. Kein Problem. Also ich bin bis jetzt meistens sehr gut zurückgekommen und habe mich wieder reinkämpfen können. Deswegen. Macht einen ja auch manchmal stärker, so eine Verletzung. Genau. Ein Jahr Vertrag hast du auf jeden Fall noch. Wo siehst du dich, sagen wir mal, in 2, 3 Jahren? Ganz schwer zu sagen. Das habe ich mir jetzt auch in letzter Zeit schon öfter überlegt. Ich glaube, wie es jetzt zum Ende der Saison ausgeht, da gucke ich einfach mal, was kommt. Also, Wir machen es so, wie jeder Sportler sagen, wir gucken von Spiel zu Spiel. Genau, wir gucken von Spiel zu Spiel und von Saison zu Saison. Und dann sehen wir, was kommt. Genau, das ist schwer, das vorauszusagen. Kommt auch darauf an, was hier im Verein passiert. Und ja, persönlich fühle ich mich ja wohl. Ich habe meine Familie hier, mein Freund arbeitet hier, deswegen. Rundum zufrieden. Ja. Vielen herzlichen Dank, Linda. Dir viel Erfolg, viel Gesundheit, ganz wichtig im Sport. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald mal wieder, dann vielleicht als deutsche Meisterin. Ja. Vielen herzlichen Dank, Linda. Danke. Das war das Regio TV Stadtgespräch. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss, auf Wiedersehen. Das Stadtgespräch wurde Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Ludwigsburg. Gut für den Landkreis. Und von Favoritstrom der Stadtwerke Ludwigsburg-Hohenwestheim. Jetzt anschließen und Heimvorteil sichern.